Innenausschuss des Deutschen Bundestages wurde heute Innenminister de Maizière zu Fehlern bei den Asylverfahren befragt. Fehler, das ist das Wort, um zu beschreiben, dass Menschen Asyl bekommen, deren Identität nicht geklärt ist oder die keinen Anspruch auf Asyl haben oder weil sie vielleicht gesuchte Terroristen sind. Eine Untersuchung ist zu dem Ergebnis gekommen, dass viele Verfahren mangelhaft sind. 2000 positive Asylentscheidungen wurden kontrolliert. Bei mehr als 45% der Afghanen und fast 20% der Syrer wurden diese Fehler festgestellt. Die Bundesregierung hat damit geworben, wir haben die Verfahren im Griff. Die Zahl der offenen Verfahren wurde massiv abgebaut. Das entpuppt sich nun als Fake News. Ich fordere die Bundesregierung auf, alle Asylverfahren neu aufzurollen. Fest steht, dass die Regierung Tausende, wahrscheinlich Hunderttausende Verfahren in gesetzwidriger Weise abgeschlossen hat. Die Regierung wollte vortäuschen, Herr der Lage zu sein. Dazu hat sie über Asyl so schnell entscheiden lassen, dass die offenen Fallzahlen sinken. Deswegen hat sie nicht genau hingeschaut. Um vorzugaukeln, dass, wie Merkel gefordert hat, wir schaffen das. Dafür hat sie Sicherheitsprobleme in Kauf genommen. Und nun steht fest, nein, wir schaffen das nicht. Und nein, auch die Bundesregierung hat es nicht geschafft. Stattdessen hat sie Tausende oder Hunderttausende Fälle als abgeschlossen bezeichnet, bei denen kein richtiges und rechtsstaatliches Verfahren durchgeführt worden ist. Über die Attentate wie das von dem Flüchtling Anis Amri auf einen Berliner Weihnachtsmarkt muss man sich nicht wundern. Man muss sich auch nicht wundern über den Syrer, den die Polizei in Brandenburg gerade festgenommen hat, weil er einen Anschlag in Berlin geplant hat. Auch er war als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen. Die Union hat ihren Minister heute im Innenausschuss gedeckt und ihm den Rücken freigehalten. Ich fordere eine rückhaltlose Aufklärung, ein Aufrollen aller bisherigen Asylverfahren, Einhaltung der Vorschriften zu unserer Sicherheit und eine Revision aller Fallzahlen. Die heutigen Erkenntnisse belegen erneut, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss Merkel, der das Versagen der Regierung lückenlos aufklärt. Für die katastrophale Sicherheitslage in Deutschland wird sich Frau Merkel und ihre Regierung dem deutschen Volk gegenüber verantworten müssen.